Hallo liebe Leute, da bin ich wieder, zurück aus dem Urlaub, frisch erholt, aber noch nicht ganz im Alltagsrhythmus zurück. Wir müssen hier weitermachen. Ich muss erstmal wieder gucken, wie geht es. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Angeln ausprobieren, ne? Das ist doch der Spot da hinten irgendwo bei unser Lager. Und dann testen wir das gleich mal aus. Viel Spaß bei der neuen Folge Survival Fontaine of Youth. Angeln beginnen. Eine Route hatten wir gebastelt. Okay, was haben wir denn hier? Eigenschaften des Vorgangs. Chance auf Beißen 45%, Fangen 50%, Dauer 30 Minuten. Route haben wir nur die eine, primitive. Köder auswählen. Was haben wir hier? Paradiesvogelblume 20%, Wurm 30%. Angeln beginnen. Der Fisch hat nicht angebissen. Ach, jetzt ist der Vorgang ist also so. Angeln beginnen. Der Fisch ist vom Haken gegangen. Wahrscheinlich leveln wir das jetzt noch. Der Fisch hat nicht angebissen. Jetzt haben wir einen. Catching the Big Fish freigeschaltet. So, jetzt haben wir Inventar. Ein Buntbarsch. Nice. Und wir haben es hier. Die Uhrzeit ist immer noch so ein bisschen blöd irgendwie. Es ist irgendwie noch hell. Wir sind bei 10. Aber wie viele Würmer haben wir denn noch? 6. Vom Haken gegangen. Nicht gebissen. Und da haben wir nochmal was anderes. Ein Rotbarsch diesmal. Okay. Gut, Sonne geht unter. Bei 11 Uhr oder so. Wir gehen zurück. Unser Speer ist auch bald im Eimer. Der gute Eisenspeer, den wir uns vom Boot mitgenommen haben. Ja. Oh, hier haben wir noch eine Schildkröte. Wie war denn das hier mit Werfen? Das ist Zustechen. Wo ist der Speer? Ist der jetzt kaputt gegangen? Nee. Da läuft die Schildkröte. Haben wir. Auf die Schulter nehmen. Interaktion nehmen wir mal mit ins Lager, Leute. Dann wollte man Karren bauen, dass wir an die, ja, an die Kupfer und so weiter, ne? Wir brauchen Karren, damit wir dann Lianen und alles sammeln können. So war der Plan, ne? Nehmen wir die Schildkröte hier mit. Wir haben wunderschönen Sonnenuntergang im Paradies, da komme ich auch gerade her. Im Urlaub, also Ausdauer ist erledigt. Und ich muss mich nochmal wirklich, also ich habe noch nicht wieder gespielt, jetzt in den 3 Wochen. Das ist wirklich die erste Folge. Beziehungsweise die erste Session wieder. Aber ich wusste, dass wir angeln wollten. Und ich hatte das letzte Video nochmal angeschaut, wo wir gesagt haben, wir wollen nochmal gucken wegen Schubkarren und so weiter. Gucken wir gleich mal, ob wir angeln auch skillen. Ich denke mal schon. Wir werden hier noch viel zu tun haben, bis wir irgendwann mal die Insel verlassen dann auch, ne? Klettere zum weißen Schild. Achso, das war die Mission. Da müssen wir, glaube ich, hoch zum Berg hier. Kümmern wir uns auch noch drum. Das ist irgendwo da oben wahrscheinlich, ne? Die Wiesels. Fuchs, Kokosnuss haben wir hier nochmal liegen. Ja, schauen wir mal, wie wir weiterkommen, liebe Freunde. Hintergrundmusik habe ich noch vergessen einzumachen. Machen wir gleich. Bisschen Ausdauer. Gucken wir mal mit der Schildkröte was machen können. Inwieweit wir sie wozu verwenden können oder verwerten können. Kleiner Schnitt hat sich verschlimmert. Mittelschwere Wunde. Okay, wir brauchen unbedingt wieder Verbände. Kümmern wir uns dann auch mal drum.
Da war unser provisorischer Stand. Genau. Wollen wir jetzt auch erstmal gleich pennen. So, packen wir dich mal hier hin. Ja, wir sind müde. So. Nochmal eine Schildi. Wo kommt die jetzt auf einmal her? Charakter. Feuer machen. Auf nächste Stufe. Erfolgreiche Entzündung. Und Zunder sparen. Gibt's hier Angeln irgendwo? Werfen, Stärke, Athletik. Angeln, ja. Haben wir fast Stufe 1 für. Was gibt's beim nächsten? Die Wahrscheinlichkeit für Beißen und die Fangchancen. Chancen, den Köder zu behalten. Alles gute Sachen. Na gut, dann werden wir jetzt hier pennen. Was sagt unser Gewicht? Haben wir Luft? Primitives Bett. Und wir haben eine mittelschwere Wunde. Können wir schon Verband benutzen? Haben wir nicht noch einen hier? Status. Mittelschwere Wunde, ja. Hat sich verbessert zum kleinen Schnitt. Jetzt die Frage, wenn wir jetzt hier pennen, brechen wir das ab? Die Gesundheit wird hergestellt. 3 Punkte die Stunde. Oh, ist auch nicht mehr viel. Dein Energiestatus. Dann mal los. Aber wie weit müssen wir denn? Was heißt uns das Gelbe? Ist das Gelbe jetzt? Ah ja, 9 Stunden, 10 Stunden. Okay. Status. Wir sind immer noch ein kleiner Schnitt. Können wir denn nicht nochmal so einen Verband bauen? 2 grüne, ein normales. Brennstoff haben wir auch noch nicht, oder? So. Haben wir doch hier Fisch irgendwie. Können wir hier nicht Fisch verwenden? Gebratene Bananen. Stück roher Fisch essbar. Kann von Fischkadavern gesammelt werden. Studiere diese Ressourcen. Okay. Müssen wir Inventar. Tierkadaver. Lege ihn auf den Boden ab, um ihn zu zerlegen und wertvolle Ressourcen zusammen fallen lassen. Interaktion. Ernten. Stück roher Fisch studiert. Neue Baupläne. Ja, hier. Das war ein anderer Fisch, ne? Nice. Haben wir. Und was ist mit dem anderen Fisch hier? Rotbarsch müssen wir auch studieren. Da gibt es nochmal Fischgeräten. Ernten. Okay. Feuer ist aus. Dann werden wir jetzt hier mal was essen. Gebratener Fisch. Roher Fisch. Rotbarsch. Fischgräten. Fischgräten packen wir mal in eine Kiste. Holzkohle für die Kartierung. Sorry Leute, ich muss das mal wieder ein bisschen reinkommen. Baumeister Werkzeugkasten hatten wir hier. So, ein Karren. Wasser brauchen wir ja auch noch. Einen Karren wollten wir herstellen, ne? Baumstammkarren? Ne, erstmal nur einen Karren. Geteilter Baumstamm. Kleiner Stock 4 und 2x Lianen. Geteilter ist hier. Haben wir schon welche hier liegen? Ein. Okay.
Der Steinmesser ist auch gleich im Arsch. Dann haben wir hier aber noch einen zum 9. Und hier haben wir unsere Axt. Ja, dann kloppen wir uns mal ja eine Palme weg, würde ich sagen, Leute. Und wir müssen hier drüben die eine Kokosnuss noch einsammeln, da war Wasser. Also es ist alles auch ebenfalls im Moment zumindest nicht auf Schnelligkeit getrimmt. Ah, die Schildkröte müssen wir auch noch verwerten. Bisschen irgendwann mal unsere Bäume hier wieder nachspawnen, ey. War hier nicht noch eine braune Kokosnuss mit Wasser? Verband natürlich, ne? So, und die Kokosnuss wieder zerlegt. Essen, trinken. Reicht aber immer noch nicht. Gut, nehmen wir uns ein Blatt mit. Das ist ein langes Abenteuer, liebe Freunde. Wirklich. Dem Wasser, Alter, das müssen wir mal sehen, wie wir uns am schlimmsten und am besten weiterhelfen können. Jetzt legen wir erstmal hier die Blätter ein für Verbände. Dann brauchen wir noch die grünen, die sind ja hier auch nicht mehr gespawnt, ne? Die hatten wir da oben schon abgeerntet. Ja, die grünen. Doch, drei haben wir noch. Dann gib mal her. 2 und 1 war es, ne? Gegen Verband. Ja. Ich nutze Lagerfeuer zur Herstellung. Ah, müssen wir erstmal jetzt. Da müssen wir jetzt erstmal was kloppen hier. Klopp den mal um hier. Interaktion G ist Fällen. Stumpf auf die Schulter. Geteilten Baumstamm, dafür brauchen wir die Obsidiansäge. Zack. Sehr schön, dann haben wir 3 hiervon. Wir brauchen aber für den Karren 4, ne? Ne, 2. Okay, reicht. Hier. Können wir denn aus einem auch Stöcker herstellen? Wir kloppen nochmal einen Weg. Erstmal Interaktion. Was haben wir denn hier? Schildkrötenpanzer und rohes Fleisch. Und zur rechten Haltbarkeit des Werkzeugs. Dann mach hier mal ein Steinmesser nochmal draus. Sind wir es mal nur im Lager, Freunde. So. Haben wir uns aber ein neues Steinmesser gemacht. Erforschen und die Schildkröte hier. Nö, geht auch nicht. Für alles. Ja, dann machen wir mal nur den Panzer. Neuer Bauplan wurde geöffnet. Schildkrötenpanzer. Was haben wir für einen neuen Bauplan? So, was hat das Messer? Wenn wir einmal Fleisch ernten. So, rohes Fleisch. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier noch irgendwie Äste zerkloppen können hier. Wenn wir den Stumpf nehmen, gibt es einen halben Baumstamm. Ast. Großer Ast. Muss doch irgendwie gehen, oder? Die Hühnchen laufen jetzt auch hier rum. Wir brauchen nämlich was fürs Feuer. Verbesserung. Hier. Ah, ne.
Danach können wir. Können wir nicht an der Werkbank einen Ast machen? Nein. Dann müssen wir wohl nochmal welche zerkloppen. Und noch wandern gehen. Genau. Brauchen Äste fürs Feuer. Können aber auch für, Feuer, für den Verband. Da können wir aber auch sicherlich ein großes Holz dann reintun. Interaktion. Wenn ich den pelle, dann ist der aber weg. Kann ich hier 10 Stück mitnehmen? Ja. So, dann gehen wir mal zurück. Stellen uns den Verband her, denn wir haben immer noch einen kleinen Schnitt. Da müssen wir uns noch heilen. Und dann müssen wir immer noch mal im Wald, ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge noch schaffen, und die Lianen holen, dass wir endlich den Karren machen können. Und den dann halt immer mitnehmen können. Ah, was hatten wir hier noch? Die Gerberwerkbank, stimmt. Hatten wir da schon was dran gemacht? Da kriegen wir den Sehnenfaden. Die Voraussetzung Sehnenfaden für eine Bogensehne machen wir uns auch noch. Genau, hier hatten wir Sehnenfaden gemacht aus tierischen Sehnen für unsere Angelrute. So, dann mach hier mal kurz Brennstoff hinzu. Fehlgeschlagen. Warum? Regnet's? Nein. Ey, ich habe gerade das Zeug geholt. Feuerstarter, Zunder auswählen. Jetzt haben wir keinen Zunder. Dann gibt der hier ist auch kaputt. Nicht noch so ein Eisenfeuer-Dingsbums. Haben wir den nicht mehr im Inventar? Hä? Okay. Trophäe. Das ist ja jetzt blöd. Doch hier. Eisenfeuerstein. So, sehr schön. Dann machen wir uns noch einen Verband. Benutzen den gleich. Damit sollte der weg sein, genau. Ja, liebe Leute, ihr seht selber, dass wir noch sehr langsam vorankommen. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Ne? Also wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Oh, unser Speer ist bald hinüber. Haben wir jetzt gemacht. Was haben wir noch an Kleidung? Ach, einen Köcher können wir noch und einen Gürtel. So. Jetzt haben wir. Hier können wir nochmal Fleisch ernten. Haltbarkeit des Werkzeuges geht jetzt nicht. Herstellung. Gebratenes Fleisch. Gebratener Fisch. Nochmal gebratener Fisch. Bananen. So. Können wir nochmal eins essen? So, Rotbarsch. Fallen lassen. Hat man den jetzt. Doch, den hatten wir erforscht. Was machen wir damit dann im Inventar? Haben wir erforscht. Ich glaube, den können wir dann erstmal wegschmeißen hier. Und den auch. Wir zerlegen Wetter und Ressourcen zusammen. Haben wir gemacht. Auf den Boden gelegt. So. Ressource für komplexe Herstellung. Kann bei Schildkrötenkadavern gesammelt werden. Kann für die Herstellung von Werkzeugen verwendet werden. Dann heben wir uns den erstmal auf, den Schildkrötenpanzer, Leute. Die erste Kiste auch bald voll. Und wir werden
Wir werden uns dann jetzt um die Karre kümmern. Jetzt haben wir hier 7 Äste. Das heißt, wir können losziehen und Lianen holen. Karren. 4 Äste haben wir, 2-mal geteilten Baumstamm und 2-mal Lianenseil brauchen wir. Ich muss einen Ort für das Gebäude auswählen, um mir mit den nötigen Ressourcen platzieren. Den können wir hier schon mal platzieren. Dann machen wir hier schon mal 2-mal 1, 2 dran. Ressourcen platzieren. 4 Äste. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch Lianenseil. Wir haben aber keine Lianen mehr, ne? Nope. Hier drinnen auch nicht, ne? Nee. Also die müssen wir uns noch holen. Für unseren Karren, Leute. Ja, jetzt haben wir es Mitternacht. Dann schlafen wir jetzt eine Runde. Und werden uns dann zu Lianen machen. Hier unser Bett platziert. Chroniken. Besonderes Objekt. Interessanter Gegenstand. Das müssen wir alles noch erforschen irgendwann. Aber Lianen, Lianen. Hier haben wir Wildschwein, können wir noch ernten. Bananen. Langer Stock. Brauchen wir noch die grünen Blätter, ey. Hallo, Tabak. Und hier sind Lianen. Und dazu brauchen wir aber auch nochmal einen Stein. Um die zu schneiden, ey. Hier wäre nochmal ein Steinhaufen. Das ist alles oben auf dem Berg gewesen, glaube ich. Das heißt, wir wären massiver Stein. Wir können es wahrscheinlich nur mit der Picke machen. Gibt es eine Picke? Eine Axt. Feder und Tinte. Verbesserte Angelroute. Nee. Doch, eine Steinspitzhacke. Und diese Ressource. Was fehlt uns hier? Ein langer Griff. Brauchen wir einen großen Ast für. Haben wir. Bauplan. Sehr schön. Wofür war der jetzt? Genau. Und Stein. Müssen wir dann sammeln, Leute. Dann pennen wir jetzt hier eine Runde. Und Wasser geht 60 runter, Alter. Scheiße. Wir brauchen Wasser. Fuck. Habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, wie immer. Dann müssen wir uns jetzt nochmal Wasser suchen. Wir sind aber auch schon wieder durch mit der Folge gleich, liebe Leute. Das heißt, in der nächsten Folge, wenn wir nicht verdurstet sind, bisher sind wir noch nicht gestorben, glaube ich, oder? Wenn wir noch nicht verdurstet sind, werden wir uns auf die Suche nach Lianen machen. Wir laufen jetzt einfach mal hier unten lang. Hier hängt noch nichts wieder, ne? Vielleicht liegt hier nochmal eine Kokosnuss. Da werden wir uns auf die Suche nach Lianen machen, Leute, damit wir unseren Karren fertigstellen können. So ist der Plan. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Ich denke, jetzt sind wir wieder ein bisschen drin. Wie gesagt, ich hatte wirklich jetzt ohne euch noch nicht wieder gespielt. Jetzt frisch nach dem Urlaub. Wirklich wieder auch für mich. Und
Auch ich brauchte jetzt erstmal wieder ein bisschen um den. Wo waren wir? Was wollten wir machen? Und wie ging es nochmal? Aber, Leute, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir an Wasser kommen zukünftig. Gibt's hier, ich dachte jetzt, mit dem Schildkrötenpanzer können wir vielleicht so einen Wassersammler aufstellen wie bei The Forest. Aber das ging jetzt noch nicht. Hier hängt auch nichts mehr drin. Alles, was hing, haben wir soweit, glaube ich, runtergepflückt. Das ist der Angelplatz. Das heißt, wir müssen wirklich. Weiterhin suchen. Und ich hoffe, ich werde fündig werden. In diesem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Master. Brauchen wir auch eine Liane, um da hochzukommen. Können wir nämlich kartieren. Gibt uns eine Kokosnuss. Grün brauchen wir.